Als diese Sportart noch in ihren Kinderschuhen steckte, da waren diese Stäbe hier aus Bambus. Heute sind sie aus Glasfaser und man kann damit bis zu 6 Meter hoch springen. Ja, und ich habe heute Leichtathletiktrainer Uli bei mir. Uli will mich heute fit machen, damit ich nachher auch ein bisschen mit so einem Stab über eine Latte komme. Bist du bereit? Ich bin bereit, dieses Erlebnis mit dir einzugehen und dich an Stabhochsprung heranzuführen. Ja, schauen wir mal, wie ich mich da gleich so anstelle. Viele Mädchen kommen aus dem Turnen, weil sie zu groß geworden sind und schließen sich dann der Leichtathletik an und können dann hier ihr erlernten gymnastischen Vorteile ausnutzen. Also ohne Turnen ist die Leichtathletik da nicht zu machen. Oh Mann, ich komme echt nicht klar, das ist so viel auf einmal. Richtig! Tempo aufspringen. So, ihr habt gesehen, ich musste mit beiden Händen den Stab festhalten, weil das hier eben erst die Ausgangsposition war, mit der ich in der Luft über der Latte bin. Das ist jetzt 1 Stunde 10 Minuten, machen wir jetzt. Du springst schon. Habt ihr es gehört? 1 Stunde 10 Minuten und ich springe schon. Richtig. Ich fühle mich tatsächlich wie eine kleine Hochspringerin. Also zwar nur mit Hilfe von Uli, alleine geht's noch nicht, aber ich fühle mich so. Ist doch schon mal was. Der Stabhochsprung bewirkt letztendlich, dass ich alle Körperteile trainieren muss. Ich muss laufen, ich muss springen, ich muss Kraft haben und da sind alle Muskeln dran beteiligt. Okay, jetzt kommt der finale Teil und wir sind alle gespannt, wie Katharina das meistert. Ja, da war er. Ja, ich bin über meine eigene Körpergröße gesprungen. Den Frauenweltrekord von 5,6 Meter habe ich nicht so ganz geknackt, aber dank Uli konnte ich meine eigene Körpergröße überspringen. Uli, wie habe ich mich in deinen Augen so angestellt? Du hast dich sehr gut angestellt, du hast die einzelnen Abläufe relativ zügig erlernt und dann muss ich sagen, zum Ende noch die eigene Körperhöhe übersprungen, alle Achtung. Ja, hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das innerhalb von 2 Stunden hier heute hinkriege. Wer es auch ausprobieren will, der meldet sich einfach beim Zehlendorfer TSV und könnte es dann mit dir, Uli, zum Beispiel ausprobieren, oder? Ja. Genau, und dann wünsche ich mir viel Spaß.